Ich freue mich jetzt wieder so, dass es endlich wieder Zombies und so gibt. Ein fliegender Zombie? Ach du Scheiße. Abstand halten! Meine Lucille ist fertig. Fertig zum Köpfe spalten. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel 7 Days to Die. Mit mir, den Karbin. Warzog. Sind wir jetzt gerade drinne? Habe ich mir überlegt. Und ich habe mir jetzt gerade überlegt, geh mal kurz eine 2-3 Meter weiter weg. Ja, habe ich mir überlegt, wir haben jetzt 10.000er mit. 10.000er mit? Wo ist denn jetzt der Hund? Ach, da ist er ja. 10.000er habe ich eingestellt. Nach euren Reden habe ich jetzt auch den Schwierigkeits runtergedreht, weil der ja doch krass ist. Aber ich habe in der Zwischenzeit jetzt wie immer versucht, wieder anzufangen. Es könnte sein, dass nur noch der alte Schwierigkeitsgrad ist. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. So. Nach dieser Klärung werden wir jetzt mal klären, was wir nehmen. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich Ingenieur nehmen soll. Nee, Mining sollte ich nehmen. Ich wollte Ingenieur nehmen, weil da eine Pistole mit bei ist. Aber mir wurde gesagt, das ist egal, weil da ist überall eine Knifte mit bei, glaube ich, wenn ich richtig bin. Aber da ist Material zum Bauen drin. Deswegen halt mich da für entschieden, auf euch zu hören. Ich glaube, das ist das Beste, was ich machen kann. So, ein Knüppel. Ach so, und eine Schrotze. Und ein Helm. Und eine Lampe? Ach so, stimmt ja. Stimmt ja. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier reingeschaut schon. Ne? Habe ich mir gedacht, das ist eine gute Idee. Man will ja nicht komplett unvorbereitet hier reingehen. Ja, mein Ziel ist jetzt irgendwas kleine Knuff hier zu finden. Zum Wohnen. Und dazu einen Rinnbau machen Richtung Warden Base. Genau, sowas in der Richtung. Oder in der Verbindung, dass ich das kappen kann und dann quasi zur Horde rüberlaufen kann. So ist mein Plan. Ich weiß nie, wie viele von dem Plan übrig bleiben tut, wenn ich fertig bin. Aber das werden wir noch rausfinden. So, hier jede Menge Bücher. Es wird uns gleich schön auf den Sack gehen. Aber dann ist es so. Wow, ein Stein. Nein, 6000 Steine. Ach, steht doch da. Das sind Pakete, sind das da? Ich glaube, ich verstehe, warum ich das nehmen sollte. Das ist eine gute Ausbeute. Ausstattung für den ersten Tag. Die Frage ist, wie gesagt. Mal 2. Ich sehe aber auch, dass das ganz schön schwieriger Ort gewesen ist. Ich weiß nicht, ob ich eine Keule nehmen sollte. Also rein theoretisch hatte ich das umgestellt gehabt, aber wie das praxismäßig ist, weiß ich nicht. Hallo Mädel, du hast aber ganz schön, ein bisschen übertrieben, also was das angeht. Da ist noch jemand. Da sind auch noch welche, aber die sind kaputte. Die kriegt mit dem Knüppel platt. Wenn sie einzeln kommen, ist das kein Problem. Nee, doch, hat er über... Oh, Steine. Ich war mir jetzt nicht sicher, weil sonst würden sie nämlich jetzt auch schon rennen. Was ist das schön? Da ist ein Dingo. In der Landschaft, wo er ja nie hingehört. Krass. Entschuldigung, Kreatur. Da ist ein Krabbler. Das ist ein normaler Krabbler. Weil das gibt hier nämlich verschiedene Krabblers. Generell gibt es verschiedene. Und da sollte man vorsichtig sein. Ist das jetzt ein normaler Spinner oder fängt der gleich... Nee, der kann kotzen. Ich hab da gesagt, die können alle unterschiedlich. Manche können kotzen, manche sind Blitzis. Müssen wir mal kicken. Wahrscheinlich gleich sterben. Oh, das ging aber schnell. Aua! Ich glaube, da muss ich hart durchgreifen. Alter, das fängt schon mal gut an. Oh, Loot. Der ist immer noch nicht tot.
Nein! Er spürt es! Ich bin verwundbar! Hat ihm aber nichts gebracht. Es war nicht so gut. Ich habe jetzt mal wieder die gewisse Büchse geöffnet. Da ist Loot. Mit einer Axt. Ey, ich brauche mir keine Steinaxt bauen. Da ist ein Riesenwolf. Da ist ein Riesenwolf. Wow. Reaktionszeiten des Teufels, das sage ich euch. Warten Sie mal jetzt kurz. Ja, eine Steinaxt. Bitte, dann brauche ich mir die nicht mehr bauen und so, wisst ihr? Das ist jetzt schon mal gut. Das sollte so nicht halten. Aber gut. Mal sagen, ich gehe einfach mal weiter. Wir haben nicht noch sehr, sehr viel zu tun. Nein. Konnichiwa. Keine Ahnung. Also. Ich habe natürlich genau richtig angefangen. Ich habe noch nicht mal einen Schlafsack gesetzt. Wenn ich jetzt auf den Arsch gekriegt hätte, dann würde es heißen, siehste. Aber die Gegend ist frei. Also noch. Ach, und es gibt hier NPCs. Aber das hatte ich schon mal erwähnt gehabt. Ich erwähne es nochmal. Hier gibt es NPCs. Und rein theoretisch werde ich erstmal auf alle schießen. Weil die sind nicht alle friedlich. Manche sind auch ganz schön pissig. Also erstmal, ja, wohl, ich werde erstmal abwarten. Wenn sie auf mich schießen, schieße ich zurück. Ganz einfach. So, Fronten geklärt. Was gibt es Neues? Ach so, ich habe ein neues Audio-Interface. Also, falls das in Ordnung ist und so, ich bräuchte mal euer Feedback von Ton her, weil ich habe so das Gefühl, das Monitoring auf der Ohren, das ist nicht so wie bei der Behringer. Obwohl ich diesmal ein bisschen mehr ins Portemonnaie gegriffen habe, habe ich mir gedacht, ich hole mir was Vernünftiges, weil mir ging nicht auf den Sack, dass vorne das Mikrofonkabel ist. Statt hinten raus. Und das, was ich mir jetzt geholt habe, hat das hinten raus. So, ja, zwei. Also, falls ich irgendwann mal einen Gast kriegen sollte, in 30 Jahren oder so, könnte er mit moderieren. Nur mal so nebenbei. Und das hat eine Klanganzeige. Das ist schön. Aber es hat eine Ewigkeit gedauert, bis ich das angeschlossen gekriegt habe. Sehr viele Knöpfe. Sehr. Was ist denn das? Ah, da müssen wir hin. Das habe ich schon gesehen in meinem Test. Ein Nest. Mit einer Hummel drin. Nee, das ist ein grüner Regen. Keine macht den grün. Also, den da. Ein Minibär. Ein Babybär. Die können aber auch aggressiv sein. Da siehst du, jetzt greifen die sich gegenseitig an. Ein fliegender Zombie? Ja gut, die sind eben halt DHL ein bisschen, nicht DHL, ich meinte Amazon ein bisschen voraus, ne? Also, weiß ich ja jetzt nun nicht, ne? Zweimal Loot. Ah, der wird jetzt nicht in die Fallen rennen, wa? Doch, tut er. Der ist immer doof. Ist das ein Hiopai? So, jetzt kann ich erstmal hier. Na, Mutschin? Ich finde, da haben sie ein bisschen übertrieben. Da sind sie ein bisschen über Ziel hinausgeschossen. Oder sie, bei der OP. Also ich gehe mal davon aus, dass es ein OP war. Das soll nicht hier so, ne? Aber das ist doch nicht gut für den Rücken. Komm her. Ich hätte ja den noch in den Spikes rennen lassen können. Aber das hätte keinen Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass diesmal alles so funktioniert. Ich gebe nämlich gerade zu. Oder ich gebe zu. Das ist nämlich jetzt der vierte oder fünfte Anlauf, dass ich das hier versuche aufzunehmen. Ich gebe zu, eins wie immer war meine eigene Schuld. Das übliche. Knopf, Mikrofon, Phasen umzustellen. Wegen neues Interface und so. Hab das vielleicht nicht mitgekriegt.
Hätte ich eigentlich wissen müssen. Schönen guten Tag. Aber jetzt zeigt er alle Typen an. Nur wie gesagt, ich weiß nicht, ob das mit der Aufnahme so... War doch klar. Ob das so... schön aufnehmen tut. Deswegen brauche ich euer Feedback. Das wäre cool, wenn ihr mir das geben würdet. Und generell. Da ist ein brennender Zombie. Naja, gut, ich habe auch eine fliegende Drohne gesehen. Also, püh. Au. Gut. Scheine ich wohl ein bisschen safer zu sein. Es sei denn, der kommt rüber. Oh, ich habe ja 5 Bandagen. Ich kann mir eigentlich eh mal nehmen. Oh ja. Da ist, da müssen wir auch noch hin. Da ich nehme ich Honig. Also, wie gesagt, ich will nicht so große diesmal haben. Ich will so ein kleines knuffiges Ding nehmen. Wenn es geht mit Stein. Noch besser ist, wenn Untergrund auch Stein ist. Aber muss nicht, ne? Also es kann, aber nichts muss. Ups, Entschuldigung. Verrückt. Kaputt. Aber ich habe ja noch Steine. Dank euch. Hey, noch eine Banane. Dankeschön. Jetzt komme ich auch wieder raus. So, was ich aber die ganze Zeit vermisse, ist, ja, gut, das sollte ich mal... Nee, das sollte ich noch nicht bauen. Ich habe nämlich noch ja keinen Schutz... Gebietsschutzblock, wisst ihr? Aua! Ich hab schon an meinen Arsch aufgeschrammt. Ja, das habe ich nämlich noch nicht. Aber das bräuchte ich. Wenn ich was annektieren will, dann bräuchte ich sowas. So, da haben wir schon mal was. Da ist der Händler. Da wird Zeit zum Handeln. Ah ja. Ah ja. Verrückt. Naja, gut. Honig. Ich hab Honig. Wir sind safe. Kann nichts mehr passieren. Jetzt kann's losgehen. Ich bin schon wieder überladen. Das hat ja mal nicht lange gedauert. Was denn das? Oh, ist das nicht putzig? Küken. Munition. Spezielle Hühner. Ich sag es euch. So, habe ich nicht hier irgendwas? Nee, kann ich ja nicht. Ich habe hier gerade erst mal angefangen. Musik langsam sein. Alter, das sind noch 100 Meter. Das sind doch keine 100 Meter bis dahin. Das sind niemals 100 Meter. Ich schieß dich ab, du Peter. Was ist denn das für... Ich wusste nicht, dass wir hier bei Resident Evil sind. Der sieht aber cool aus. Wie geil sieht denn der aus? Eine Kreuzung Zombie und Kakerlake. Gut, kotzen kann er nicht. Der sieht cool aus. Kann ich mal kurz? Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Das wollte ich auch nicht. Ja, genau. Cool. Ja, ist gut. Erlöse dich von deinem Leid. Da steppt der Bär. Was ist mit dir los? Also die sehen da ja nicht mal so schlecht aus. Also der war schon cool und sie eigentlich auch. Mrs. Großbrust eher nicht, aber gut. Man kann die alle perfekt machen. Da sind Zombies drin beim Händler. Ups, Moment mal, ich muss mal kurz hier. Nee, das nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Nein! Ich drück schon mal alle Tasten! Nein, das auch nicht. Hä? Da, jetzt! Oh, da bin ich wieder. Ich habe erstmal 20.000 Tasten gedrückt.
Weil ich will hier Panik und so. Oh, hier sind Hunde vor. Warum ist da? Hä? Weil er wird mir auch 100 Meter angezeigt, das kann nicht sein. Wurde der etwa überrannt? Oh, Händler ist es. Aber ich bin nicht richtig hier. Guck mal, der zeigt da hinten an. Also. Also die 10.000er Map ist neu für mich. Da klebt er an der Wand. Da klebt er an der Wand, habt ihr gesehen, ne? Ich hatte vorher die 8.000er Map gemacht, ihr spielt ja ab. Zum Testen, wisst ihr? Ach du Scheiße. Abstand halten! No Scope! Oh oh! Nicht so nah. Nachladen. Die sind alle noch sehr, sehr langsam. Ja, doch. Ich beeile mich doch schon. Was ist denn hier los? Voll Action. Ich hab grad erst mal angefangen. Und schon die ganze Munition weg. Gut, dann kann ich auch in den Laden rein gehen. Das ist ein normaler Laden. Der hat's überlebt oder er ist bloß weitergezogen, wie ein Nomade. Und hat da drüben weiter aufgebaut. Gut, ist nicht so weit gekommen. Muss ich mir mal ankicken. Das ist genau neben an. Die hauen sich gerade gegenseitig. Die stehen da drauf. Obwohl, ich könnte ja eigentlich erstmal hier zwei Kisten hinstellen, dass ich nicht ständig überladen bin. Das könnte ich machen. Ich könnte hier looten, uns ein Gebäude suchen, wieder zurückkommen, den Stuff holen und... Oh, Alter, hier ist alles voll. Haben wir jetzt alle rausgeholt oder sind hier noch welche? Hallo, ich bin jetzt drinne. Und wenn sein muss, schieße ich hoch. Auch schade. Ey, hier kannst du alle... Das ist geil. Da hinten die Kiste. Ich glaube, das waren... Die Eisenkiste war eine große, ne? Da werde ich gleich mal... Alter, ich habe noch nicht mal angefangen. Ich fang schon an zu sappern hier. Kann ja nicht sein. Eine Kiste voll Cash. Und ein Knicklicht. Was macht das? Es leuchtet. Oh, da ist die Kiste. Das ist ein ganz normaler Laden, ist der da. Das nehme ich an hier und den Rest den schmeiße ich doch erstmal hier hin, oder? Nee, das bleibt bei mir. So, und dann, ey, muss mir das denn wirklich, dann müssen wir jetzt wieder zurückkommen. Das ist, ich glaube, da kriegt bald einer einen auf den Sack. Werbung technischerweise. Ich weiß nicht, ob das so genehm ist. Nicht, dass ich hier einen auf den Sack kriege. Moment mal, sie machen Werbung für ein Getränk? Es heißt da zwar anders, aber das Logo ist genau dasselbe. Die Federn noch darin.
Gut, jetzt bin ich zwar nicht komplett leer, aber schneller. Okay. Noch ein Knicklicht. Ja, so viel Zeit muss sein, Leute. Wenn die mir sowas anbieten, dann nehme ich doch sowas. Hallo? Das wäre ja dumm, wenn ich das nicht machen würde. Alter, und das am ersten Tag. Das ist, was ich mag. Ach nee, shit. Ich bald meinen Helm. Das ist ja genau dasselbe, aber die Werte vielleicht. Nur die Werte sind auch dasselbe. Nur der Verkaufspreis. Die Werte sind die gleichen, aber die Verkaufspreise sind anders. Habe ich das richtig gesehen? Könnte sein, wa? Noch mehr Cash. Mich hier ausstatten kann? Das ist genau mein Humor. Mein Geschmack. Hey, hängst du fest oder was? Soll ich dir helfen? Nee, mach ich nicht. Ist ja nie, wo der drinnen gesteckt hat. So, das kannst du nicht einsammeln. Na, ist ja unkonsequent. Oh, Munition. Gut, also, also, außen rumlaufen. Erstmal muss ich kicken, dass ich hier irgendwo eine Unterkunft kriege. Und mache ich darin, den mache ich da erstmal darin, wa? Ein paar Schädel knacken lassen. Meine Lucille ist fertig. Fertig zum Köpfe spalten. Alter, und das, wie gesagt, das darf ich nicht vergessen. Und ihr wisst, ich bin da, ich neige dazu, Sachen zu ignorieren. Aber der gute Stuff ist. Unser Stuff. Das noch eine. Muss ich ja wohl nochmal zurückkommen. Und dann können wir mal richtig hier nachkicken. Aber erstmal vier Wände. Oh, Alter, the Prison. Das wäre doch geil, weil du hast da... aber es ist sehr, sehr groß. Ich überlege gerade wegen Horde-mäßig. Eigentlich, wie gesagt, Kleen soll das Ding sein, was ich mir aussuchen will. Und dann will ich was davor bauen und dann über Ecke so bauen irgendwie. So einen Zugang zu deinem Base. Und dann will ich aber von meiner Base in die Horn-Base rinlaufen können. Und möchte aber bloß zwei Klappen so umklappen. So plupp, wie eine Brücke. Wie eine kleine Zugbrücke. Das ist mein Plan. Anders kann ich das nie erklären. Ihr werdet es sehen. Noch ein Knicklicht. Also bis jetzt? Gut, wie gesagt, ich habe schon mal reingeschaut gehabt. Aber ich habe jetzt schon wieder Sachen entdeckt gehabt, die ich vorher nie wusste. Ich hab dich ganz ignoriert. Kann ich hier wieder? Nee, das ist natürlich jetzt nicht mehr möglich. Brauche ich jetzt auch ja nicht mehr. Da. Oh, wenigstens hätten sie ja eine Mod das hier ändern können. Aber ja, gut. So, das lasse ich erstmal am Mann, würde ich mal so sagen, ne? Also, Gratitude and safe travels, friend. Ja, ja. Ja, ja. Mann! Räuspe, räuspe! Und ihr wisst, wo ich das investiere, ne? Andere Sachen, andere Möglichkeiten. Bei mir sind erstmal Loot. Na, ein Level ist noch. Hey! Sag mal! Ist das... Nee, das ist nicht die Haltbarkeit. Ich wollte jetzt gerade sagen. Warum zeigt denn der mir bei den Knüppel... Ist das der Schaden? Jo. Der zeigt den Schaden an. Das war aber in der... Dings nicht so, oder? Ich nehme die andere Tür.
muss jetzt unbedingt irgendwas Kleines finden. Wie spät haben wir das jetzt? Mir fehlt die Anzeige. Das fällt mir jetzt erst auf. Jetzt haut es hin. 15 Uhr, fast 16 Uhr. Scheiße. Da ist ein Flammi. Da ist ein Heavy Metal Fan oder so. Ein Vorrestete. Das sah so aus, gerade als ob ein Zombie so mit dem Kopf gemacht hätte. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich genug Fantasie für uns alle habe? Ein Holzfäller mit einer Axt. Und er rennt. Mann! Gerade mal angefangen und gleich auf den Sack kriegen. Das ist nicht das, was ich haben wollte. Und ich lasse jetzt auch die Dingsanzeige drinne stehen, ne? Also, ich hab jetzt keine Lust, 20 Minuten hier rauszusuchen, was und was nicht. Scheiß FPS-Anzeige. Er brennt. Er ist nicht mehr an Leben. Alter, was ist denn hier los? Ich versuche heute nur nicht zu sterben. Ist das zu viele verlangt? Und jetzt kommen natürlich immer mehr und immer mehr und immer mehr. Tor! 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 Das Holz. Schade. Ich wollte jetzt gerade sagen, kann ich in das Haus rennen? Nee, City sollte ich nicht, ne? Obwohl, warten Sie mal hier. Nee, das ist... Lassen Sie mal schauen. Ich habe auch keine Verschnaufpause, wa? Nee, da sind auch Zombies. Da ist ein ganz kleiner Hund, aber mal kicken. Wo ist der mal lütt? Den habe ich aus Leben geklatscht. Ah, das ist alles mir zu groß. Ich will ein kleines knuffiges Haus haben. So ganz lütt. Da, das Haus. Es war noch ein bisschen baufällig, aber draus kann man doch noch was machen, oder? Nee, das ist mir auch zu groß. Naja. Ich weiß bloß, dass mein Weg mich immer weiter wegführt von unserem Loot. Hier? Nee. Ein kleiner Skiwaffe. Aber hey, er wollte mich beißen. Er hat zuerst angefangen. Ein Kotzer. Der kotzt nie wieder. Und schon habe ich die nächste Traube am Popis. Schuss hatte ich gehabt, ne, an Anfang. Ja, dafür kriegt ein Level. Das bringt mir jetzt nicht so viel. Nee, das Holz, das will ich nicht. Ich will kein Holzding. Er will schon Holzding. Ey, das kann doch nicht sein. Hier muss doch irgendwo ein kleines Haus aus Stein sein. Elektro oder sowas in der Richtung. Kleiner Bär. Der dreht schon wieder frei. Kleiner Freidreher ist der. Hier ist ein Laden. Aha. Ich wollte eigentlich heute nicht so 2-3 Stunden hier rumrennen, aber gut. Wenn es so sein muss, dann muss es ihm halt so sein, ne? Das Gebäude, wo ich jetzt drauf bin, darauf sollte ich nicht sein, ne? Das ist viel zu stark. Alle Dude, ich bin wieder runter von mir, Gelände. Ich hab keinen Stress mit euch. Hier, das, ja doch, das könnte doch, das ist doch...
bin ich noch nicht so sicher. Mini, geh mir aus dem Gesicht. Was ist denn das für die Beute? Nee, das ist mir auch zu aggressiv. Da ist eine mit einer Knifte. Noch geht's auf die anderen. Was ist das für eine? Raider. Das ist nicht gut. Ich glaube, Raider, die greifen auch mich an. Es sei denn, die haben gerade was anderes vor der Flinte. So, warten Sie mal. Ich muss mal kurz... Ey, kann doch nicht sein. Nee. Genau, jetzt hab ich's. Er hat's. Jetzt kriegt sie ihn auf den Sack. Naja. Na, das Haus ist ein bisschen zu clean, wa? Ach Mann, ich will... Was ist denn das da? Ein Kotzer. Nee, du kotzt mich nicht an. Du nicht. Wird er jemals ein Haus finden, das ihn zusagt? Oh, sie hat Kollegen mit bei. Wie gesagt, ich brauche bloß ein ganz kleines Häuschen, was mir zusagen wird. Ein ganz kleines. Ich bin da auch ja nicht so. Ich meine, Anzeige an der Seite zeigt immer noch selber an, was ich jetzt in die Kisten reingeschmissen habe. Ich gehe mal davon aus, dass es ein kleiner Bug ist. Ganz kleiner. Auch jener mit Axt. Mann, ich habe meine ganze Munition schon verprasst und Alter, ich bin hier nirgendwo sicher. Hier. Das ist auch halt. Der hat einen Hammer. Das ist auch schön, Stein. Hier ist die Front zu, Leute. Ah, schöne Bilder. Ey, das ist bloß Stufe 2. Stufe 2 sollte doch machbar sein. Wenigstens über die Nacht. Dann müssen wir morgen weitersuchen. Weil das ist mir zu groß, halt. Was muss ich denn hier halt absichern? Obwohl, ihr könnt ja, wie gesagt, hier bauen. So ein bisschen hier Schnicke machen. Aber die Horde könnte ich ja woanders überleben. Diese Idee ist gar nicht mal so verkehrt. Vor allen Dingen hier hast du eine Tresortür. Und das ist alles Panzerglas. Schießen Sie mich nicht an. Darauf reagiere ich allergisch. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Toll. Ich verteidige mich bloß und ich hab dann nicht nachsehen. Das ist auch mal wieder. Ich geh jetzt hier hoch und dann warte ich, dass die hier kommen und dann schieße ich sie weg. Das ist mein Plan. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Oh oh. Ich habe so. Ein gewisses Gefühl? Das wird nicht besser. Und es sind Schreier. Machen Sie doch auf, Mensch. Ich will doch auch hier rennen. Aber ich darf doch nicht. Also Mike, helf mal ein bisschen. Nee, mach mal alleine. Wer zuerst kommt, mal zuerst, wa? Warte. Kann ich warten. Och Mann, das ist doch scheiße. Wie lange, was hält denn die Mauer ab? Das hat nicht so funktioniert, wie ich das gedacht habe. Aber das wird er wahrscheinlich mitbekommen haben. Oh, da hinten ist aber ein grüner. Keine Munition! Aber dafür ist er tot. Leck, Homio.
Zum Glück habe ich den Dude, wisst ihr? So. Das ist bloß ein Zweier. Hat sie den nicht mal? So, Kopf runter. Gerade das ist die Tür. Wie gesagt. Vielleicht sollten wir uns ja erstmal hier. Es ist über uns. Kabel. So, nach und nach muss ich hier mal durchgreifen. Hallo! Machen Sie doch nicht kaputt, Mensch! Ich will hier später wohnen. Hier ist es schön. Schön. Oh. Wie gesagt, ich muss ja hier nur wohnen. Das ist eine schöne Aussicht. Hier ist ein Dude mit einem Hammer. Der hat auch einen Hammer. Der. Ich würde sagen, ich schlag mich mal von hier oben durch, wa? Bis nach unten. Mit einem Bart. Jetzt ein Bart nehmen. Da kommen die Penners hier. Hast du ein bisschen Munition? Oh, mein Gott. Das ist kein richtiges Glas. Das ist fake. Ja, auf jeden Fall krieg ich Knochen zusammen. Würde ich jetzt mal behaupten, oder? Ich muss die Tür hinten wieder zumachen, wa? Irgendwann sagt mir, ja, mach das mal. Aber erstmal muss ich was essen. Warten Sie mal, eine Tür. Eine Tür sollte doch machbar sein. Eisentür? Dann steckt da erstmal eine Eisentür her. Aber ich glaube, wir werden das alle hier oben annektieren, war als zum Wohnen. Und hier unten, das wird halt so. Ja, der Billigraum sein. Billigraum. So. Jetzt geht's nach oben. Pass auf, und hier oben sind die ganzen großen Viecher. Ja, mach mal. Die sind ja alle verschlossen. Och Mann, muss ich mithelfen oder was? Nee, der ist noch nicht. Jetzt ist er. Ja, schön Taschen. Das nehmen wir doch erstmal dankend an. Ein bisschen Kleidung schadet nie. Aber die Anordnung ist ganz schön eng. Aber man kann was draus machen. Hey, ich hole mir auch gleich. Aber erst muss ich hier den Raum clearen. Nicht, dass Nacht wird und die Arbeit ist. Und dann drehen sie hier alle durch. Das will ich ja nicht. Ja, kannst mal ein bisschen früher kommen und helfen. Dohok. Ist was. So. Dit Parterre haben wir, dit Räumchen haben wir schon mal. Bin leicht überladen, aber bloß ganz leicht. Nichts, was wir nicht hinkriegen würden. Und das haben wir schon. Jetzt müssen wir auf der anderen Seite und dann unten. Und dann setzen wir die Tür hin und dann ist es gut. Ha! Dann versteckt mich da oben und dann sind wir erstmal safe. Safe. Oh oh. Das sollte ich sein lassen. Ich glaube, ich müsste die nächste Leerung machen. So. Na, dann kommen Sie mal. Nein. Nein. Nein.
habe gesagt nein. Tai Chi. So, kann ich das hier hinschmeißen? Das ist ja halt nur Fake. Da hinten, das war kaputt. Das war schon kaputt. So, und hier schmeiße ich das erstmal rein. Aber die Bandagen hole ich erstmal raus. Also ich muss auf jeden Fall Kisten bauen. Wenn das so weitergehen tut, sehe ich schwarz. Mindestens. Muss das erstmal hier aufteilen, das sieht so nicht. So, noch mehr Bandagen. Das ist sehr, sehr gut. Einer geht noch rein. Hey! So. Nee, ist auch richtig. Das setze ich dann erstmal hier hin. Falsche Richtung, Karbin. So, die Tür. Die Tür muss wieder rein. Sehr, sehr viel zu sichern. Aber gut, das kriegen wir schon hin. So, Leute, dann würde ich mal sagen, das werden wir nämlich morgen machen, weil ich muss nämlich mal ganz schnell auf den Lokus und es ist genau die Zeit, jetzt ein Päuschen zu machen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wenn ja, Däumchen, Träumchen und wie gesagt, tschüss.